Die biblische Geschichte geht ungefähr so. Jesus wird geboren. Jesus ist Gott in Menschform. Jesus läuft eine Weile über die Welt, erzählt ein paar coole Sachen über Gott, macht ein paar krasse Wunder, stirbt am Kreuz. 3 Tage später steht er wieder auf. Dann kommt Himmelfahrt, also Jesus fährt auf in den Himmel, seit dem Christentum. Aber warum musste Jesus eigentlich sterben? Und wieso steht in der Bibel oder wieso sagen so viele Christen, dass er für uns gestorben ist? Darum geht es heute in den Predigtäppchen. Wofür ist Jesus gestorben und warum ist Jesus gestorben? Historisch gesehen ist das relativ unstrittig, dass Jesus gelebt hat und gestorben ist. Geht also nicht um die Frage, ob Jesus gestorben ist. Und es geht auch nicht um die Frage, warum er quasi offiziell sterben musste. Offiziell war er ein politischer, religiöser Aufrührer und wurde deshalb umgebracht. Aber wenn man in die Bibel guckt, dann stellt man fest, dass Gott anscheinend wollte, dass Jesus stirbt. Es war Gott gewollt. Also warum musste Jesus sterben? Und in der Bibel wird, sagen wir mal, zumindest gedeutet, dass Jesus Tod einen Sinn hatte, einen Zweck. Also dass Gott das wollte aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, weil dieser Tod für uns Menschen geschehen ist. So die biblische These. Was heißt das jetzt genau? Ich finde, dass das wirklich schwierig ist, gleich vorweg, aber ich gebe mein Bestes, es in kurz und knapp zu erklären, wie ich es derzeit verstehe mit diesem für uns. Warum ist Jesus für uns gestorben? Für mich ist das entscheidende Wort Tetelestai. Das ist ein griechisches Wort und angeblich, sage ich jetzt mal so, oder eine Möglichkeit ist, dass das das Letzte ist, was Jesus gesagt hat. Im Johannesevangelium steht, dass Jesus am Kreuz hängt, stirbt und so das Letzte, was er ausruft, ausschreit, Tetelestai. Auf Deutsch steht da meistens, es ist alles vollbracht. Und jetzt wird es ein bisschen skurril, aber ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, in dem steht, dass vor einiger Zeit Archäologen Ausgrabungen gemacht haben, also wann auch immer das war. Aber es gab Archäologen, die haben irgendwie Ausgrabungen gemacht rund um die Zeit von Jesus, also nicht in der Zeit von Jesus, sondern sie haben etwas ausgegraben aus der Zeit ungefähr von Jesus. Und sie haben anscheinend ein Steuerbüro gefunden und da irgendwie Dokumente, wo immer so groß Tetelestai drüber stand, also auch das, was Jesus als letztes gesagt haben soll. Und die These ist, dass das quasi über den Steuerschuldschein stand, die bezahlt wurden. Sowas wie vollständig bezahlt. Also Jesus hängt am Kreuz und das Letzte, was er sagt, ist irgendwie sowas wie, es ist alles vollständig bezahlt. Und wenn etwas vollständig bezahlt ist, dann hatte man vorher ja irgendwie Schulden oder eine offene Rechnung. Und ich weiß, das ist irgendwie so eine der Schwierigkeiten am christlichen Glauben und gleichzeitig eine der Grundthesen des christlichen Glaubens, nämlich dass jeder Mensch, wirklich jeder, egal was er tut, egal wo er lebt, egal wie alt er ist, so etwas wie Schuld vor Gott hat. Was ist jetzt Schuld? Wenn ich es auf mich beziehe und ganz persönlich erzähle, ich würde sagen, ich bin kein schlechter Mensch. Mit Sicherheit auch nicht der beste Mensch auf der Welt. Aber ich gebe mir Mühe, ein anständiges Leben zu leben und nicht alles verkehrt zu machen und nett zu sein und freundlich zu sein. Klappt nicht immer, aber meistens. Also, obwohl ich sagen würde, ich bin verhältnismäßig okay, würde ich gleichzeitig sagen, ja, ich habe bei Gott so etwas wie eine Schuld. Was meine ich damit? Wenn ich an Gott denke, dann denke ich immer an das Größte, was ich mir vorstellen kann. Gott ist für mich die Liebe und zwar die größt vorstellbare Liebe. Gott ist für mich auch krass weise, irgendwie, also Gott ist so, wow. Und ich bin halt eher so, naja, okay, ne? Und keine Sorge, ich mag mich, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sagen will, ich bin ein schlechter Mensch, ihr seid alle schlechte Menschen. Aber trotzdem, wenn ich an Gott denke und an mich denke, da ist eine gehörige Lücke dazwischen, eine Differenz. Mind the gap, sozusagen. Mind the gap between Gott und dir. Und das ist für mich das, was die Bibel mit Schuld meint. Das, was mich und Gott trennt. Nehme dieses alte Wort heilig. Wer nutzt das schon? Aber Gott ist krass heilig und ich bin halt nicht heilig. Gott ist göttlich, wuhu, und ich bin menschlich. Und das, was zwischen uns steht, das ist das, was aus meiner Sicht die Bibel mit Schuld meint. Und das ist nichts, was ich tue. Das ist nichts, was ich quasi, wenn ich ein perfekter Mensch wäre, dann gäbe es das nicht. Nein, das gibt es prinzipiell, weil es Gott und Mensch unterscheidet. Und was hat das jetzt mit Jesus und dem Tod und dem für uns zu tun? So wie ich das verstehe in der Bibel, ist Jesus Tod am Kreuz quasi das, was diese Lücke wegmacht. Wie wenn man so einen krassen Canyon hat, einen Graben und dann baut man eine Brücke drüber. Das ist Jesus am Kreuz. Wenn ich also sage, Jesus ist für uns gestorben, ist für dich und für mich gestorben, dann meine ich immer, dass durch Jesus quasi nichts mehr zwischen Gott und Mensch steht. Dann bleibt da die Frage, warum musste er jetzt sterben? Angenommen,
Gott sieht das alles und sagt, scheiße Mann, ist ja voll die Differenz zwischen mir und den Menschen. Ich will aber die Nähe, ich will die Beziehung. Warum hat er denn gerade diesen Weg gewählt? Hätte er nicht auch irgendwie so machen können oder irgendwie, hätte sie doch irgendwas ausdenken können? Und ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich kenne auch keine gute Antwort darauf, dass die einzige Antwort ist, dass Gott diesen Weg gewählt hat. Er hat gesagt, das ist meine Art, um die Differenz, um die Lücke, um das, was zwischen mir und den Menschen steht, auszutilgen. Wenn wir jetzt über Schuld reden, anscheinend war es Gott wichtig, dass die Schuld wirklich bezahlt wird und nicht irgendwie einfach erlassen wird. Vielleicht, weil Gott auch in der Bibel als gerecht beschrieben wird, ja, und dass Gott sagt, nein, ich möchte, dass ich ein gerechter Gott bin und deswegen muss diese Schuld bezahlt werden, muss das, was zwischen Gott und Mensch steht, also zwischen Gott und mir steht, auch irgendwie mit einer angemessenen Sache überwunden werden. Aber das fragen wir mal Gott, wenn wir im Himmel sind. Trotzdem, es bleibt dabei. So ist mein Verständnis von dem, was ich in der Bibel finde. Warum ist Jesus für uns gestorben? Er ist für das gestorben, was zwischen Gott und Mensch stand. Aber warum musste er sterben? Das bleibt ja auch noch offen. Hätte er nicht... Also warum der Tod? Warum diese Gewalt? Ich finde das schwierig, also auch schwierig, wie vieles an diesem Thema. Aber was mir ein bisschen einleuchtet ist, ohne Tod keine Auferstehung. Wenn also Jesus den Tod überwinden will, wenn er den Tod besiegen will, dann muss er sich dem Tod auch aussetzen. Dann muss er mit dem Tod kämpfen, muss er sterben. Nur wer wirklich stirbt, kann auch wirklich auferstehen. Deswegen glaube ich, dass dieses Sterben von Jesus am Kreuz mehr in Richtung der Auferstehung, in Überwindung des Todes irgendwie betrachtet werden muss. Und das ist wie so sozusagen Strang B, aber Strang A ist, warum ist Jesus überhaupt am Kreuz? Für das, was zwischen dir und Gott stand. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und wenn Schuld für dich ein schwieriges Wort ist, weil du denkst, ich habe gar nichts falsch gemacht, würde ich sagen, ja, sehe ich genauso. Es geht nicht um Schuld für etwas, was wir falsch tun. Aber wenn ich an Gott denke, der krass groß ist und ich, der einfach bestenfalls normal okay ist, dann sehe ich da eine Lücke. Und diese Differenz, das verstehe ich unter Schuld. Schwieriges Thema, ich weiß. Ich hoffe, dass das ein bisschen Klarheit und nicht noch mehr Unklarheit reingebracht hat. Ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare, Fragen, Anmerkungen, Kritik, weitere Gedanken dazu. Vielleicht kennst du auch andere Erklärungen. Ich bin hier nicht der weise Mann aus dem Morgenland. Ich bin maximal der weiße Land aus dem Morgenland. Und, na, aus dem Morgenland ja auch nicht. Ich bin der weiße Land aus dem Abendland. Und ich bin der weiße Land, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich bin der weiße Mann aus dem Abendland. Boah, wir müssen hiermit aufhören. Ich freue mich über eure Kommentare. Gerne auch den Kanal abonnieren hier unten. Und ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Video.